Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2, dem 22. Teil, glaube ich, inzwischen. Wir sind in der Waffenkammer. Und wir wollten noch einen Soldaten rekrutieren, nämlich Manu den Zweiten. Da oben ist er. Also es ist jetzt hier keine Frau. Habt ihr gerade irgendwie anders gesehen. Irgendwie backt das ein bisschen rum hier, wenn man hier auf die Bilder geht. Ah, verdammt, wir können Manu den Zweiten gar nicht rekrutieren. Wir haben zu wenig Vorräte, Leute. Nein! Vorräte, Vorräte, Vorräte. Ja, was macht man da? Wir haben noch 4 Tage bis Justicon ausgebildet ist, 5 Tage bis Blood Scorpion ausgebildet ist, die Energiespule abschirmen, Werkstatt, Vorratslieferung gibt es erst in 12 Tagen. Tja, ich denke der Schwarzmarkt ist dann... Ach ne, wir haben hier noch die Guerilla-Operation gehabt, ne? Aber die können wir ja, glaube ich, hoffentlich immer noch machen, wenn wir rekrutiert haben. Der Markt ist offen. So, einmal kurz irgendwas verkaufen, was ein bisschen was bringt. Wir haben gar nicht so viel. Hier, das da. Eine Berserker-Leiche vielleicht. Eine Muton-Leiche. So, bestätigen, das müsste reichen. So. Und wir haben direkt noch einen Vergeltungsschlag am Hals. Ja, geil. Wir wollten eigentlich die Guerilla machen. Na gut. Das hat Vorrang. Setze Kurs auf Sektor 13. Südafrika. Das hat Vorrang. So. Der gute Samu ist dabei. Der muss ja auch ein bisschen aufgelevelt werden. Schwierigkeit sehr schwer. Samu schrieb mir über YouTube, er möchte gerne ein Hacker werden. Samu, alle Spezialisten sind Hacker. Ja. Das ist der Grundskill des Spezialisten. Von daher, gut, dass du Hacker geworden bist. So, ja, wir haben natürlich unseren Colonel Beru. Ich glaube, der Kurde wird auch sehr, sehr nützlich werden hier in dieser Mission. Wir haben auch Major Lesrak Dark. Ich glaube, das ist auch eine gute Wahl. Mit seiner Säuregranate. Max Monster. Ja, lasse ich auch mal dabei. Scharfschütze Löffel. Wir können noch eine zweite Ausrüstungsslot hier bekommen. Eine Granate, warum nicht? Hier müssen wir den Max noch verbessern. Und zwar braucht er auch noch die neue Rüstung. Zack, guck mal, wie badass der jetzt aussieht. Und dann kann der Max nämlich auch noch eine Granate mit sich rumtragen. Mehr Granaten! Und auch der Lesrak kann noch was Neues tragen hier. Leider keine Granate mehr, aber dem können wir ein Imitationsgerät geben. Hier der Beru. Aber wir müssen was herstellen vielleicht. Ne? Können wir Gegenstände herstellen. Medkit, eine Rauchgranate. Granaten können wir nicht so. Hier Nanoschuppenwesten. Kostet aber 30 Vorräte, die habe ich uns vor allen Dingen 2 Soldatenleichen, das will ich nicht ausgeben. 35 Vorräte für ein Medkit. Wir haben gerade so wenig dazu, so wenig Zeug da hier. Wir bearbeiten auf jeden Fall auch mal den Samur, der hat nämlich auch noch nicht die neue Rüstung an. Zack. Okay, kann man jetzt nur den Exo-Anzug oder das Ding tragen. Okay. Ich glaube, ich lasse aber den Exo-Anzug bei ihm. Dann hat er zwar keinen zweiten Ausrüstungsslot. Obwohl, nee, das mache ich nicht. Ups, das wollte ich gerade nicht.
Wo ist er da? Da ist der Samu. So. Doch, ich gebe ihm doch den anderen Anzug. Hier, zack. Ich weiß ja nicht, ob der sich so wohl fühlt mit diesem komischen... So ein bisschen die Rüstungsfarbe verändern, glaube ich. Wie wäre es denn mit Blau? Aber Blau sind so Psioniker eher, ne? Oder Blau und Lila sind Psioniker. Hier so Silber. Silber oder Weiß? Wir sind doch hier Spezialisten, ne? Sekundärrüstungsfarbe. Das sieht auch irgendwie scheiße aus. Guckt euch doch mal an. Nee. Sieht nicht so gut aus. Rot. Gelb. Wird auf jeden Fall auffallen im Schlachtfeld. Das Weiß kommt bei dieser Rüstung irgendwie scheiße rüber, oder? Hier so Silbergrau. Silbergrau. Ja. Und mit dem Helm und offenen Armen sieht auch irgendwie doof aus. Lieber hier Vollarm. So. So, Waffenfarbe, passen wir auch noch an. Irgendwie ist der Helm ein bisschen komisch mit der Rüstung. Und Waffe gibt auch so ein schönes Rüstungsmuster, können wir ihm gerade nicht geben, aber wir können hier so ein Wüstenmuster auf die Waffe machen. Ups. Accessoires. Guck mal, ob wir einen besseren Helm für ihn finden. Aber ich glaube nicht. Sehen alle irgendwie doof aus, ne? Der sieht besonders bescheuert aus. Aber es gibt jetzt hier Servohelme. Sturmhaube. Sieht aber auch irgendwie aus, oder? Hier. Bisschen wie Hannibal Lecter. Aber der andere Helm, den er vorher hatte, den gibt es jetzt gerade gar nicht mehr. Gott, sieht das kacke aus. Gibt er hier so eine Aufklärungshaube. Das sieht wenigstens halbwegs vernünftig aus. So. Waffenverbesserungen. Können wir ja irgendwas geben. Oh, wir haben hier eine Menge Zeug. Sofort Killchance. Kostenloses Nachladen. Laservisier. Mehr Crit. Gezielerweiterung. Zielfernrohr. Okay. Gehen wir hier zu Backfisch. Gucken mal, hat die schon Waffenverbesserungen drauf? Die hat kostenloses Nachladen und mehr Crit-Chance. Okay, das ist eigentlich in Ordnung. Was hat denn der Lesrak? Der hat mehr Crit-Chance und kostenloses Nachladen, aber einmal nur. Ich glaube, ich will das mal ersetzen. Kostenloses Nachladen zweimal. Ja, ich zweimal. Okay. So. Hier der Max. Hat noch gar nichts auf seiner Waffe drauf. Sofort Killchance, Crit Chance. Mehr Magazin. Mehr Magazin ist, glaube ich, ganz gut, weil er hat ja hier dieses doppelte Overwatch-Ding.
Zielsicherheit 5%. Ist jetzt auch nicht so viel. Crit Chance. Die Sofort-Kill Chance. Meh. Weiß auch nicht, ob das auf dem so gut ist. Ich gebe ihm mal mehr Zielsicherheit. So. Was haben wir hier beim Beru? Der hat doch bestimmt auch schon coole Sachen auf seinem, auf seiner Waffe. Der hat mehr Zielsicherheit. Und... ihm gebe ich mal den, die Sofort-Kill-Chance. So. Sniper. Waffenverbesserung, besseres Zielfernrohr hat er schon. Kostenloses Nachladen ist auch für einen Sniper eigentlich gar nicht so verkehrt. So. So, dann geben wir jetzt hier dem guten Hacker noch den Schädelstecker. Damit er noch besser hacken kann. Er will ja super gut hacken können. So, und der Beru... jetzt haben wir gar keinem hier diesen tollen Anzug ausgerüstet. Jetzt habe ich mir aus Versehen hier meinen Ton ausgestellt. Aber ich glaube, der Anzug hier ist auch viel besser als der andere. Können wir ihm irgendwas Sinnvolles geben? Wir können ihm eigentlich nichts Sinnvolles hier geben. Der eine hat schon eine Granate. Andere Munition oder so haben wir nicht. Ähnlich hier mit Backfisch. Eigentlich traurig. Ich habe so lange um Ausrüstungsslots gebettelt und jetzt habe ich hier keine. Vielleicht nehmen wir ihm hier die Bluescreen-Geschosse mal wieder weg und geben ihm dafür eine Granate. Und geben dafür die Bluescreen-Geschosse... ja, du machst eh schon ziemlich gut Schaden gegen... an den Beru. Macht das Sinn? Ich glaube schon, ein bisschen schon. Okay, jetzt haben wir einen Ausrüstungsslot offen. Können noch mal gucken, haben wir nicht noch... ups. Wen anders? Den wir mitnehmen könnten. Wir hätten einen frischen Spezialist im Private, aber weiß nicht. Wir hätten noch einen Ranger. Wäre auch vielleicht eine Option. Allerdings auch schon Corporal ist er, ne? Ist ja eigentlich die... noch ein extra Scharfschützen? Nee, nicht in dieser Mission. Ich könnte Umbreon mitnehmen, der kann schön um sich schießen. Ist allerdings auch schon Major. Ranger oder Grenadier? Ist schwer. Ich nehme den Professor mit. Glaube ich. Ja. Ausrüstungsgegenstände freigeben könnte ich auch mal machen hier. Brandgranate für dich. So. Granaten, Granaten, Granaten. Ich habe auch nur ein Medkit, ey. Das ist echt viel zu wenig. Wir brauchen wieder dringendst Vorräte, Leute. Einsatz starten. Skyranger eingesetzt. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Okay.
Fernaufklärung hat starken Funkverkehr von Alien-Truppen aufgezeichnet, die einen Außenposten des Widerstands in dieser Region angreifen wollen. Wir sind die Einzigen, die sie aufhalten können. Wir rücken aus, um das Gebiet zu sichern. Schalten Sie alle feindlichen Ziele gnadenlos aus. Das ist, glaube ich, auch diesmal eine reine Männertruppe hier, also... Furzen und Rülpsen erlaubt, Leute. Menace 1-5, Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Jo. Nope. Aber Max Monster ist trotzdem verborgen, weil er es kann. So, das sind immer ziemlich fiese Missionen, gerade weil jetzt diese Gesichtslosen auch in der Umgebung sein können. Ich muss ja Zivilisten schützen. Allerdings bestätigt. Will ich auch nicht, dass hier Leute von mir draufgehen. Das heißt, erste Priorität eigene Soldaten. Zweite Priorität, 6 Zivilisten. Alles weitere ist Bonus. Okay. Und da haben wir schon die ersten. Das ist ein Shieldbearer, glaube ich, ne? Ist das ein Shieldbearer? Ja. Ein Schildträger und ein Captain. Okay. Okay. Professor, geht mal hier rüber. Und dann gehen wir mal mit allen in den Overwatch. Come and get some. Mir entgeht nichts. Got it covered. Gebe Feuerschutz. Der Lesrak hat noch keinen Platz. Hier gibt's keine Deckung. Ja, Lesrak, dann musst du wohl nach hinten. Okay, ich gehe. Feuerschutz. Bitte Feuerschutz. So, sollen sie da hochkommen? Oh! Die sind neu. Sehr gut, Samur. 5 Schaden schon mal, aber die haben leider Rüstung. Chrysaliden, scheiße, ey. Noch eine. Noch einer. Und die kriegen jetzt auch gleich auch noch Schilde von dem Schildträger. Fuck you. Noch welche. Okay, das wird eine harte Mission. Vor allen Dingen werden jetzt hier auch einige Zivilisten noch zu Chrysaliden verwandelt. Wenn die denn genauso funktionieren wie in Teil 1, aber ich denke mal schon, da ist noch einer. Fuck you. Das ist erster Zug und ich bin schon angepisst hier von den Aliens. So, jetzt kriegen hier alle Schilde. Ganz super. Ich freue mich über Schilde. Yay, Schilde. Okay. Gegen Chrysaliden hilft er nur auch keine großartige Deckung. Ah, und sie haben alle Schilde. Geil. Geil. So. Zurück. Wo sind unsere... Wo ist unser Grenadier? Ich habe ja nur einen mitgenommen. Der ist natürlich ganz hinten jetzt, ne? Ja, ja. Schafft es auch kaum nach vorne. Du bist einfach zu langsam, Lesrak. Du bist zu langsam. So, wie sieht das aus mit einer... Okay, du hast nur eine Blendgranate mit. Das heißt, wir müssen die Granate mit jemand anderem schmeißen. Löffel hat sogar Sicht auf den Schildträger. Das ist schon mal gut. Samur. Den Professor tue ich mal nach vorne. Bestätigt, drück aus. So. Den Samur auch.
Wo ist er? Da. Bestätigt, rücke aus! Wie weit kannst du deine Splittergranate schmeißen? Kannst du sie hier so weit schmeißen, dass du dem Typen seine Deckung klaust? Natürlich nicht. Okay. Nee. Dann müssen wir die ganze Sache anders machen. Lesrak Dark. Ich muss ihn ins Offene stellen. Geht in Ordnung. So, wie weit kannst du schießen? Kannst du so weit schießen hier hinten? Ah. Kommt auch nicht so weit, Leute. Fuck. Ist alles nicht so geil. Ey, was ist denn das hier für ein... Ich hasse diese Granaten manchmal. Hier will ich die hinhaben, Lesrak. Hier, da so. So, dass man schön alle vier von den Viechers hier drin hat. Ja, anscheinend will er das nicht. Verdammt. So ein Dreck. Okay. Nicht gut. Max Monster. Ein Hilfsprotokoll für den Lesrak. Dann gehst du ins Overwatch. Machete Feuerschutz. So, Machete. Der ist sogar exposed. Da ist ein Fass oder was ist das da? Irgendwas, was ich explodieren lassen kann. Was würde das denn da treffen? Eigentlich nur den Schildträger, ne? Vielleicht auch noch den. Wie weit kannst du deine Granate schmeißen? Auch nur bis hier vorne. Okay, ich muss es damit leben, ich werde die Chrysaliden nicht alle wegkriegen. Die werden mich angreifen. Den Schildträger kriege ich auch nicht sicher weg, oder? Kann noch jemand auf den schießen? Aber selbst wenn ich den Schildträger wegkriege, überleben die Chrysaliden. Zielsicherheit habe ich denn auf den? Ah man, 86%. Auf dem Samur. Okay, Löffel. Mach mal einen heftigen Schuss auf den. Komm, 60%, das muss es schaffen. Ah, daneben. Come on, focus! Okay. Ziel, Priorität weg vom Schildträger hin zu den Chrysaliden, die sind am gefährlichsten gerade. So, Samur, und du machst am wenigsten Schaden. Dann schießt du doch mal auf den. Wow, einen Schaden. Yay. Abgeprallt. Okay.
Machete. Nee, nicht auf den. Ach, den der anderen, den anderen kann er gar nicht sehen. Ach du Scheiße, ey. Das war der Creep. Okay. Ziel getroffen, minimaler Schaden. Schild entfernt. Wen habe ich danach noch? Ich habe nur noch den Lesrak. Ich könnte jetzt das Imitationsgerät schmeißen mit dem Lesrak, dann greifen die das an. Bis es tot ist. Säuregranate. Aber ich will das Ding hier hinsch... Ah, eben das... halbwegs vernünftig. Gegen die beiden. Wenn der jetzt... immerhin treffe ich zwei damit. Fang! Einer musste sterben. Und der andere zumindest ein Schild verlieren. Okay, er kann sogar noch was machen. Perfekt eigentlich. Dann kann er sich nämlich in Deckung begeben. Wird schon nichts passieren. Leider kann man Overwatch nicht damit machen, das wäre geil gewesen. So, Machete. Du tötest jetzt den, der am nächsten dran steht, hoffentlich. Schnellfeuer. Feuere zweimal nacheinander auf einen Gegner. Jeder Schuss unterliegt, bla. Ja. Zur Sicherheit halt, falls es nicht ausreicht, ne? Kannst du aber auch... Ah, der hat mehr Lebenspunkte hier. Okay, den angreifen. Okay, der tötet den schon beim ersten Schuss. Oh, ich kann nochmal schießen. Ne, ich kann mich bewegen. Bewegen. Ja, hier hoch kommen die so oder so. Dann gehe ich mal in volle Deckung, würde ich sagen. Ah, jetzt kommen sie von der Seite auch noch. Und ein Robo, habe ich gehört. Wow! Stieg Larsen! Der Autor! So, jetzt kommen die Kristalliden. Bitte betet, dass sie nicht treffen. Der Samur. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Okay, aber er lebt noch. So, jetzt kommen die Fernkampfwaffen. Lesrak wird markiert. Nee, der... Doch, der Lesrak wird markiert. Ich war gerade irritiert, weil die Drohne da bei ihm ist. Der Schildträger geht in volle Deckung. Okay. Alles klar. So. Ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich da drauf schieße. Okay.
Das macht gut Schaden. Schild entfernt. Machete kümmert sich um den Chrysaliden. Oder auch nicht. Ja, Machete, du hattest schon mal bessere Schüsse. Löffel. Sehr gut. Der Max. Hier drüben war auch irgendwo was, ne? Müssen wir ein bisschen auch mit dran denken. Hier, Max geht erstmal hier rüber. So, dann haben wir den Samur. Der hat immer noch ein Schild hier, das heißt, wir werden ihn jetzt nicht ausschalten können. Der Lesrak haben wir aber auch noch. Und da hinten der Schildträger. Das ist doch der einzige, den ich sehe mit dem Samur, das heißt, jetzt schießen wir mal auf den. Ah, sieht gut aus. Haben wir ihn getötet? Bestätigter Abschuss. Perfekt, dann hat der jetzt auch kein Schild mehr hier unten. So, Lesrak. Du kommst nicht besonders weit, hab ich gehört. Das heißt, wir gehen mit dir mal in den Overwatch. Bestätigt, Überwachung läuft. Mit dem Max auch. Bin getroffen, bin getroffen. Oh, das Chrysalidengift. Wenn du diese Runde überlebst, dann heile ich dich. So. Oh Scheiße, er schmeißt eine Granate. Das fühlt sich nicht gut an. Autsch. Okay. Gremlin-Heilung auf den Samur. Heilen! Was mir jetzt gerade erst auffällt, wir hatten den Samur ja eigentlich zum Heiler gemacht. Der Gremlin-Heilung machen kann, aber wir haben ihm kein Medkit gegeben. Ist schon ein bisschen dumm. Ich glaube, wir hatten aber auch gar kein Medkit. Ich bin mir gerade unsicher. So. So, der steht jetzt da unten rum. Komm, Samua, rächt dich mal. Immer noch keine Zivilisten gerettet. Oh, Samua schießt daneben. Interessant. Das war nichts. Negativ, Waffe ist leer. Okay, einen haben wir. Sechs Schaden nur von Machete. Geht ein bisschen nach vorne. Ich glaube, das macht eh nicht genug Schaden, um den zu töten. Ich denke, der Professor wird das richten jetzt. Position bestätigt. Der Professor macht Arbeit hier. Feind ausgeschaltet. Munition ist gleich alle. So. Rücke aus. Bisschen weiter nach vorne, der ist ja noch verdeckt. Nachladen kostenlos. Und dann in den Pistolen-Overwatch. Lesrak.
mit nach vorne. So, dann haben wir die erste Welle schon mal überstanden, so halbwegs. Und auch schon einen Zivilisten gerettet von unseren 6. Andy Matthews. Rest in peace. Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Ja, wir müssen Mann, die Menschen hier rausbringen. Gibt's einen Mod, womit man Central abschalten kann? So, jetzt gibt's mehr Chrysaliden. In auf dieser Karte, was nicht schön ist. So. Und die Faceless sind auch noch hier irgendwo unterwegs. So, da haben wir einen. Schon mal gerettet. Und der Lesrak da hinten hin? Ne, kommt auch nicht da hinten hin. Die stehen ja alle so schön zusammen. Komm, Max. Bist du... Rücke aus! Sie und? Sind in Sicherheit. Weg ja, hier. Kein Faceless. Perfekt. Sie haben mich gesehen. Sie sind unter uns. Oh, oh. Ein Chrysalid. Warum brauchen wir eine Rüstung? Autsch. Ich hasse Chrysaliden. Löffel. Ja, du musst weiter nach vorne, Löffel. On the move. Siehst du den Chrysaliden gar nicht? Na dann, Pistolenfeuerschutz. So, ne, Machete möchte ich noch nicht benutzen. Der Professor, du hast schlechtes... Komm, ich stell dich ins Offene, es ist sowieso nur der Chrysalid gerade da. 94%. Zwei Schaden, weil er gestreift. Ein Stück habe ich erwischt. Meine Munition ist leer. Ja, nicht gut. Bin schon unterwegs. Ach, fuck, der hat auch keine Munition mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nachladen. Alles im grünen Bereich. Lesrak. Okay, dann muss es der Machete dann doch wieder richten. Ah, 100%. Check it before you get too close. Und der hat aber jetzt auch keine Munition mehr. Unerbittlich, ja, damit... ich könnte da hinlaufen und den retten, aber ich habe Angst vor diesem Faceless. Nee. Zug beenden. Der Roboter hat daneben geschossen. Das ist eine interessante Wendung. So, nachladen. Max ist ja jetzt enttarnt. Geh mal nach hier vorne und deck mal die Faceless auf. Ist da einer? Ist da einer? Okay, der war keiner. Ist schon mal gut. Der ist ein Faceless. Ich wusste, dass da ein Faceless ist. Okay, Max. Get him. 6 Schaden, Max. Sehr gut. Nur noch 4. Löffel hat keine Sicht auf den. Warum hast du denn keine Sicht auf den? Hier. Jetzt hast du Sicht. Allerdings nur mit der Pistole. Super geil. Nee. Ach, nein.
Samur. Verstanden, rück ab. Get him. Das war mal ein Faceless. Feind ausgeschaltet. Sehr schön. Nachladen. Nachgeladen. Ziel los. So, ich würde sagen, wir machen hier überall Feuerschutz erstmal. Moving to Overwatch. Okay, ich gehe. Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Ah, ist da noch ein Faceless irgendwo? Werden wir jetzt gleich herausfinden. Machete. Und, Max Monster. Rücken zur Zielposition vor. Worauf hacken Sie? Weg hier! Okay, der ist schon mal gerettet. Oh, Kampfmusik. Bestätigt, drücke aus. Okay, auch gerettet. Das heißt, wir haben unser Soll erfüllt. Ab jetzt heißt es Aliens töten. In Sicherheit. Aber wir machen ja auch noch weiter. Da hinten stehen noch zwei Zivilisten rum. Löffel, Distanzschutz. Bestätigt. Gremlin-Heilung. Auf sich selber könnte er also ich ohne ein Medkit heilen. Anscheinend. Das ist ja ziemlich cool. 5 Trefferpunkte geheilt. Läuft. So, hier rein. Ich rücke aus. Und Overwatch. Mir entgeht nichts. Und den Lesrak ziehen wir auch hier in halbe Deckung. Feuerschutz. Na? Da ist irgendwo der Roboter. Okay, kommt von da unten der Schuss. Okay, also irgendwo hier ist der. Okay, Team. Wir retten jetzt die Zivilisten, die hier vorne sind, und dann gehen wir zum Roboter rüber. Alles klar, Max. Kümmere dich drum. Verstanden. Alles in Ordnung. Und jetzt los. Gotta borrow here. Okay, da ist ein Kristallit vergraben gewesen. Wer hat ein Medikit? Du selbst, Max. Du selbst. Okay, Leute. Tötet den Chrysaliden. Oh. Work, würde ich sagen. Work. Ja, du hast es geschafft. Unerbittlich. Mal weiter nach vorne. Löffel. Overwatch. Ziehe los. Feuerschutz. Bestätigt. Feuerschutz. Biete Feuerschutz. Lesrak rückt nach. Wenn es sein muss. Ja, ja, es muss sein, Lesrak. Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Ein Faceless. Oh oh. Kann er noch was machen und den Max hauen? Und noch ein Chrysalid, aber nur ein gebrüteter. Also einer mit 4 Lebenspunkten. Das war mein Zivilist! Okay, jetzt kriegt der Frist den Feuerschutz jetzt. Komm, lass weg. Hau ihn weg. Yes! Am Professor vorbei, durch die Beine, auf den Kristall. Okay, Löffel, hit him.
9 Schaden, perfekt. Ja, der Samu auch. Läuft. Ziel neutralisiert. Alles klar. Das erste, was wir machen, wir heilen Max. Hilf ihnen! Ja, hilf dir selbst. So, dann in volle Deckung. Bin unterwegs. So. Dann haben wir die beiden Zivilisten auf der Seite auch. Ist hier noch irgendwo einer? Ich glaube nicht. Das heißt, wir begeben uns jetzt Richtung bösem Vieh. Samu kann mal nachladen. Es kann losgehen. Machete, nee. Löffel, nee. Professor. Begebe mich zu dieser Position. Und da haben wir irgendwas, oder? Kampfmusik. Kampfmusik sagt mir, ich gehe in den Overwatch. Okay, I'll go. Scott is covered. On Overwatch. Lesrak wieder zurück. Wird schon nicht passieren. Mir entgeht etwas im Boden. Da kommt ein Chrysalid. Läuft er zu mir oder zum Zivilisten? Das ist die Frage. Wenn er zu mir läuft, hat er ein Problem, glaube ich. Juanita Guzman ist ausgeschaltet worden. Und da kommt 5 Schaden vom Professor. Und Lesrak. Pass auf, dass du die Zigarette nicht verlierst. Da geht er, der Christian. Da geht er. Erledigt. Ganz sicher erledigt. Okay. Max. Nach hier. Rücken zu Zielkoordinaten vor. Löffel behalte ich mir mal noch in der Hinterhand. Hier der Samu. Vor. Samu ist voll die Frontsau, ne? Der geht immer vor. Feuerschutz. Bin dabei. Machete kommt nicht so weit. Ich ihn gerne hätte. Professor, komm, du lugst jetzt mal hier oben vorne um die Ecke. Gehst in den Overwatch. So. Lesrak hinterher. Okay, ich gehe. Und dann nachladen. Weiter geht's. Overwatch. Feuerschutz. Alle kommen den Max ziehen wir ein bisschen weiter hier rüber. Weil wir es können. Löffel nach hier. Pistolenfeuerschutz. Und Machete. Nach hier. Ich weiß nicht, Machete wirkt immer so ein bisschen... So... Hoffentlich ist das jetzt auch gut. Bisschen hibbelig. Aber bei dem, was er schon alles erlebt hat, vielleicht verständlich. So, Professor. Da hinten ist der Zivilist. Schauen wir mal. Okay. Wir müssen doch irgendwo noch Chrysaliden rumlaufen eigentlich. Was meint ihr? Oder haben wir die alle getötet? Lesrak, gehst du mal hier oben aufs Dach? Nee, willst du nicht? Okay, dann gehen wir hier hin. Was ist da drüben? Ja, was ist denn da drüben?
keine Ahnung. Guckt nach. What's over there? Langsam vorrücken. Ich bin gerade ein bisschen sorglos mit der Deckung. Weil wohl die Hauptgegner hier ja die Chrysaliden sind. Und da ist die Deckung eh unnütz. Löffel geht schon mal in den Feuerschutz. Verstanden, bin unterwegs. Kampfmusik. Okay. Feuerschutz. Bitte Feuerschutz. Ich rücke aus. Feuerschutz. Bin dabei. Feuerschutz. Bin dabei. Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Mir wird es hier zu heiß. Was? Hier wird's zu heiß. Dann gehen wir hier oben hin. Bin auf dem Weg. Advent Bodentruppen. Okay. Robotons. Oh, noch ein Chrysalid dazu. Kommt er schon zu mir? Ja, haut aber daneben. Schwere Beschuss in dieser Zone. Okay. So, der Chrysanit ist schon mal Geschichte. Ziel erledigt. So, jetzt haben wir natürlich alle auf der falschen Seite hier von dem vom Geschehen. Du hast Sicht auf den, Sicht auf den. Wie sieht's mit einer Granate aus? Nicht gut, okay. Vor allen Dingen hier hinten der Roboter, der ist natürlich jetzt extrem scheiße. Löffel. Du hast Sicht auf den, okay, aber ich möchte dem zuerst ein bisschen seine Munition wegschreddern, also seine Rüstung wegschreddern. Brand. Brand kommt auch nicht weit. Okay. Der Professor kann also nichts tun gerade. Wie sieht's mit Lesrak aus? Halbe Deckung. Wenn es sein muss. Splittergranate. Für dich. Und immer noch 86%. Feuer dein Präzisionsgewehr ab, Löffel. Sehr schön, 6 Schaden. Noch 4. So, du machst Gremlin-Heilung auf dich selber. Medizinischer Modus. Gehst du in den Overwatch? Mir entgeht nichts. Der Professor geht auch in den Overwatch. Bestätigt, Überwachung läuft. Dann haben wir noch Machete. Sturm und Schuss. Sturm und Schuss. Moving to fire position. Frage ist, kann ob der hier den, aber hier müsste den Roboter eigentlich sehen. Ja.
Komm, Machete. So, und jetzt hat er ihn ausgeschaltet und kann sich wieder bewegen. It's dead. It has to be dead. Jo, das ist das Gute an Machete. Aber jetzt wieder zurück. So, Max und Samo, um die beiden mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen wegen den Stunlancern. Einmal Feuerschutz kommt. Daneben. Leider. Es bewegt sich noch. Okay, der kommt auf Max. Okay, nur desorientiert, das ist in Ordnung. So. Gib ihm, Samu. 6 Schaden. Ziel getroffen. Minimaler Schaden. Ja, Max ist desorientiert, kann jetzt gerade nicht viel machen. Löffel hat keine Sicht. Tragisch, tragisch. Dann mach mal einen Reload. Und ein Pistolen-Overwatch. Okay, Lessak. Oder der Professor. Professor. Kann aber auch gerade nichts machen, der steht zu weit außen. Gehen hier mit dem Lessak hin. Und haben den geflankt, den anderen siehst du gar nicht. Okay, dann schießt den über den Haufen. Klar. Bewegt er sich auch nicht mehr? Anscheinend nicht. So, der darf sich jetzt wieder bewegen, weil er dieselbe coole Fähigkeit hat wie der... ich habe Angst vor Gesichtslosen, Leute. Ich riskiere es. Geht in Ordnung. Na los, weg hier! Ja, war keiner. Perfekt. Bestätigt. Mehrere Zivilisten wurden in Sicherheit gebracht. Oh, Central, du bist so nett zu uns. So, einmal hier hin. Falls er nämlich vorhat, hier zum Lessrack rauszulaufen, dann kriegt er einen Feuerschutz. So. Hier gibt's auch einen Feuerschutz. Okay, der Typ war im Feuerschutz. Trifft aber eine Machete nicht. Ich sehe ihn aber auch. Schnellfeuer bringt's nicht jetzt gerade. Also 77% mit Glück. Yes! Ja, Machete halt, ne? So. Unerbittlich. Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Ja, läuft. Minus 1.5 Status bestätigt. Mission erfüllt. 9 von 13 ist gar nicht so schlecht. Sehr schön. Das freut mich. Gut abgeschlossene Mission. Keiner ist gestorben. Löffel scheint zufrieden zu sein. Ich glaube, dieser neue Anzug, den wir da jetzt haben, der macht echt einen Unterschied, weil sonst wären wir hier überrannt worden, glaube ich, in dieser Mission.
Yay, und wir kehren zurück. Schwer verwundet, der Max und der Samo, natürlich beide Specialists, schwer verwundet. Naja. Und wir haben zwei Beförderungen. Einmal den Samo. So, Revitalisierungsprotokoll oder Übernahmeprotokoll. Ich glaube, ich nehme das Übernahmeprotokoll. Oder Revitalisierung echt super gut ist und meiner Meinung nach um einiges besser als das Übernahmeprotokoll. Aber naja. Schattenangriff, mehr Zielsicherheit, das ist auch immer ganz gut. So. Der Rest hat keiner. Wir haben einen Mechwrack. Gesichtslosen Leichen. Okay, alles klar. Hallo, Commander. Jo. Kriegen mehr Vorräte nun. Commander, da wir immer schneller neue Technologien entwickeln und einsetzen, wären alle Rekruten mit einem Hang zur Wissenschaft von großem Nutzen für mich. Ja, ich habe schon bemerkt, dass wir zu wenig Wissenschaftler haben, aber da können wir momentan nichts dran ändern. So, wir gehen in die Waffenkammer. Alle meckern über meine Flugkünste, aber außer dem Autopiloten meldet sich niemand freiwillig. Und rekrutieren uns den Manu. So, und dann geht es in die Guerillaschule. Und dann wird der Manu doch mal ausgebildet zum Grenadier. Denn davon haben wir eigentlich auch nur viel zu wenig. So, da übt er. Okay. Der untote Manu. Noch 4 Tage für Justikon, noch 5 Tage für Blatzkoppen. Wir haben die Guerilla-Mission noch offen. Das wird spannend in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.